Warte, ich helfe dir so. Das ist nur meine ganz persönliche Art, weil ich nicht mit dir Schritt halten kann. Setz dich hin. Oh, Junge, ist das blöd. Das war wirklich dumm. Ich meine, wie konnte ich nur über diesen Felsen stolpern? Aber das wird schon wieder. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Ich habe nicht aufgepasst. So war es wahrscheinlich. Ich würde dir gern was vorschlagen. Tu es. Es würde dir vielleicht nicht gefallen. Wie wär's, wenn du versuchst, deine Schwester wiederzufinden? Vertrag dich mit ihr, bevor du dir noch mehr antust. Das ist nicht so einfach. Möglicherweise nicht, aber vielleicht entwickeln sich die Dinge zum Positiven, wenn du einen Fehler zugeben würdest. Alle sagen, es war nicht richtig, ihr den Brief nicht zu zeigen. Ich weiß. Zuerst fand ich dein Verhalten richtig. Doch als Robert in die Stadt kam, fing ich auch an zu zweifeln. Dass er wieder in die Stadt gekommen ist, hat die Sache nur noch schlimmer gemacht. Natürlich war es Roberts Pflicht, dir von dem Brief zu erzählen und auf keinen Fall meine. Ich weiß, ich bin auch auf deiner Seite. Da ist eine Nachricht, vielleicht ist sie von ihr. Ach. Ganz sicher nicht. Hi Leute, hier ist Rick. Tut mir leid, Cruz, dass ich dich schon wieder verpasst habe. Es sieht so aus, als ob ich mich bei dir entschuldigen muss. Aber das wird warten müssen, weil ich im Begriff bin, geschäftlich übers Wochenende wegzufahren. Ich muss mit dir unter anderem über Jack Salas reden, wenn ich wiederkomme. Also dann, mach's gut. Ich melde mich wieder. Ciao. Wieso hat Rick nicht gesagt, wo er hinfährt? Jack Salas ist doch der Kerl, der die Bombe bei der Demonstration geworfen hat, richtig? Das ist der, mit dem Rick gesehen wurde und ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, wieso. Oh. Denkst du, er meidet dich absichtlich? Ich weiß es nicht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. So sind Sie im Gefängnis gelandet, Deborah. Sehen Sie doch genau hin, Robert. Was ist das hier? Wo bin ich? Das hier ist Ihr neues Zuhause. Hier wohnen Sie in Zukunft. Oh. Keine Angst, das sind nur die Drogen, die Sie spüren. Ich musste Sie mit einer Beruhigungspistole anschießen, damit Sie mir keinen Ärger machen, während ich Ihre neue Wohnung vorbereite. Was soll das sein? Eine Entführung? Hä? Ist die Fernseharbeit nicht lukrativ genug? Fordern Sie etwas Lösegeld für mich? Hä? Das ist keine schlechte Idee. Ich hätte meinem Instinkt trauen und Sie am ersten Tag, an dem Sie mir begegnet sind, an die frische Luft setzen sollen! Hey, ich rate Ihnen, tun Sie das nie wieder, Robert, weil ich Sie sonst das nächste Mal erschießen werde. Dann sind Sie um 11 mit dem Lieferanten verabredet. Mittagessen mit Harvey um 12:30. Mein Investmentbanker. Richtig, Harvey. Und das wichtigste Ereignis des Tages ist Ihr Termin bei Dr. Odenwald. Den Termin können Sie canceln. Ich fühle mich schon sehr viel besser, danke. Canceln? Ich musste ihm meinen Erstgeborenen versprechen, um so schnell einen Termin für Sie zu bekommen. Ich habe Neuigkeiten. Sie können Ihr Baby behalten. Sie können Ihre Wurzelbehandlung nicht immer wieder verschieben. Hören Sie, ich kann es noch ein bisschen ohne diese Operation aushalten. Die Schmerzen sind nicht mehr so wild, aber ich habe noch sehr viel Arbeit, das wissen Sie doch. Oder vielleicht sehr viel Angst, hm? Hören Sie, sagen Sie den Termin einfach ab, Renfield. Bitte. Bitte? Hm. Kein Problem. So für deine Gedanken, Signorita. Streich das, ich kann mir schon denken, wie die aussehen. Dann wärst du aber überrascht, denn in diesem Moment war ich in Gedanken bei dir. Es ist zu spät, Kelly. Ich bin schon der Fremdenlegion beigetreten. Ich habe zwar versucht, Bobby zu mitkommen zu überreden, aber er ist nicht so dumm. Du hast mich schon immer zum Lachen gebracht. Ich bin gern für dich ein Clown, auch wenn das alles ist. Sowas solltest du nicht sagen. Entschuldige, manchmal vergesse ich, dass ich ein guter Verlierer sein wollte. Ich schwöre dir. Mir liegt noch immer sehr viel an dir, Craig. Und wo ist Robert? Ist er nicht hier, um seinen Triumph zu feiern?
Hallo. Das ist für dich. Danke. Ich habe so eine Szene schon mal im Film gespielt. Und wie hast du sie gespielt? Naja, sehr peinlich berührt und überspitzt höflich. Ich sagte, oh mein Gott, was ist passiert? Was haben wir gemacht in dieser Nacht, so in etwa? Ja, ich dachte, ich hätte all deine Filme gesehen. Wie hieß er denn? Weißt du das noch? Ehebrecher. Den habe ich wohl verpasst. Doch die Situation war wohl etwas anders. Denn keiner von uns ist momentan verheiratet. Richtig. Und unter anderen Umständen hätten wir uns sicher nicht weniger zueinander hingezogen gefühlt. Und wir teilen auch ein Leben voller Erinnerungen miteinander. Das ist richtig. Richtig? Richtig. Richtig. Und ich glaube auch nicht, dass jemand etwas davon erfahren wird. Also werden wir auch niemandem wehtun. Oh nein, was soll das? Das weiß ich doch alles. Wieso fühle ich mich dann schuldig? Hast du irgendetwas über Sellers rausgefunden? Nichts. Er wartet darauf, dass sein Anwalt wieder in der Stadt ist. Ich habe Boswell beauftragt, an seiner Vergangenheit rumzuwühlen. Er hat nichts gefunden. Keine Vorstrafen, keine Haftbefehle. Weißt du, ich glaube nicht, dass Rick etwas mit einer Bombe zu tun hat. Das glaube ich auch nicht. Seit dein Vater wieder in die Stadt zurückgekommen ist, hat sich Rick unheimlich verändert. Ja, das habe ich auch bemerkt. Wir zwei haben bis vor kurzem keine normale Unterhaltung mehr geführt. Es war immer so, dass er war immer der Lockere und ich war der Diszipliniertere. Ich habe ihn dafür gehasst, weil er mir das Gefühl gegeben hat, dass ich das tun musste. In der letzten Zeit hat sich das wahnsinnig geändert. Ich meine, von dem Augenblick an, wo wir eine Weile getrennt waren. Und von dem Moment an hat er den Spieß umgedreht und mir gesagt, was ich machen soll. Das weiß ich doch. Ich habe vermieden, ihn wegen dieses Barkeeper-Jobs zu nerven, denn ich bin immer noch der Meinung, dass er nach wie vor dabei ist, sich selbst zu finden. Ich kann nur hoffen, dass er bald auf dem richtigen Weg ist und nicht immer jedem glaubt, der daherkommt und von schnellem, großen Geld für wenig Arbeit redet. Irgendwann muss er ja erwachsen werden. Gut so? Doch diese Schwäche hat er leider. Ja, das ist wahr. Okay. Danke. Ich werde die Socken drüber ziehen. Ach, weißt du, ich wünschte, dass Kelly sich nicht fortwährend mit Leuten einlassen muss, mit denen sie sich nicht einlassen will. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Aber sie wird auf keinen Fall für die Fehler, die sie gemacht hat, ins Gefängnis geworfen. Wenn sie natürlich wieder anfängt, im Übermaß Champagner zu trinken und dann Auto zu fahren, kann ich für nichts garantieren. Gott sei Dank ist sie inzwischen wesentlich reifer geworden. Und ich habe das Gefühl, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist richtig, der Meinung bin ich auch. Und ich will auf keinen Fall zwischen ihr und Robert stehen. Tja, dann wäre es besser, wenn du dich zurückhalten würdest. Sie sollte sich beruhigen und alles überdenken. Ich glaube, du hast recht. Ich hätte da auch eine Idee. Ah, ich werde es mal versuchen. Hat er nicht gesagt? Nicht so richtig. Und worauf wartest du noch? Wieso sagst du mir nicht, was ich tun soll? Du hast mich doch durchschaut. Nun, ein Mann in meiner Position könnte vielleicht denken, dass du dir nicht ganz so sicher bist, was deinen guten Robert betrifft. Sicher ist das Letzte, was ich bin. Da bist du nicht die Einzige. Greg, ich habe das Gefühl, dass du mich zu Robert hintreibst oder stößt du mich einfach nur weg? Kelly, ich will nichts weiter, als dass du akzeptierst, was du schon weißt. Wenn du das nicht tust, wirst du für niemanden gut sein. Und schon gar nicht für dich, wenn du verstehst, was ich meine. Und was ist mit dir? Ich überleb's. Doch frag mich jetzt nicht, ob wir Freunde bleiben können, okay? Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Soll ich ihn etwa anrufen? Hör zu, von jetzt an wirst du das allein erledigen müssen. Gewöhn dich dran. Wo willst du denn hin, Craig? Zur Fremdenlegion. Eine moderne Art von einem Business her. Ich arbeite in einer Galaxie weit weg von hier. Oh, komm schon. Sag mir, wo dieser Job ist. Wieso ist das wichtig? Ich würde sagen, es ist wichtig für mich. Kelly, ich habe dir vielleicht den falschen Eindruck vermittelt, doch du bist auf keinen Fall verantwortlich für mich. Es ist mein Leben. Ich mache mir darüber keine Sorgen. Und du solltest es auch nicht. Ich sollte es vielleicht nicht sagen. Du wirst wahrscheinlich glauben, dass ich mit dir spiele. Ich werde dich vermissen.
Phase. Und wieso breche ich das Brot mit ihm? Nun, wir machen das wegen deiner wertvollen Meinung und wegen deines Seelenfriedens. Du hast Vorbehalte gegenüber diesem Projekt. Es ist doch besser, den gefräßigen Löwen zu erlegen, bevor er sich in ein anderes Revier verdrückt. Wieso treffen wir den Löwen nicht erst nach meinem Meeting? Denn dann habe ich auch die Munition. Es gibt noch viele von ihnen, keine Sorge. Das ist aber sehr untypisch für dich. Normalerweise tust du erst was und dann... Ich versuche all das zu ändern, doch du machst es mir sehr schwer. Ich sagte nur, dass ich informiert werden will und nicht, dass ich in deiner Westentasche mit herumreisen wollte. Ich würde dich sehr gerne in meiner Westentasche herumtragen und dich herausnehmen und streicheln, wann immer ich es will. So wie eine goldene Uhr? Ja, und befestigt an einer goldenen Kette, damit ich dich nicht verlieren kann. Mein überaus wertvoller Besitz. Jetzt bin ich dein Besitz und bald dein Vermögen. Wäre das denn so furchtbar? Nenn mich altmodisch, aber ich wäre lieber dein Schätzchen oder dein Häschen oder dein Lämmchen. Oder deine Liebessklavin oder dein Gummibärchen. Nein, das wäre zu niedlich. Wie spät ist es? Ungefähr 12 Uhr. Welcher Tag ist heute? Es ist der Tag nach unserem letzten Treffen. Ist Ihr Erpresserbrief schon abgeschickt? Hören Sie, Robert, zuerst klären wir ein paar Dinge, weil Sie hier eine Weile wohnen werden. Alles, was Sie zurzeit benötigen, ist in dieser Zelle. Ich werde Ihnen zweimal am Tage Essen bringen und das werden Sie ohne Messer und Gabel zu sich nehmen, aus absolut verständlichen Gründen. Sie werden Musik hören können, etwas zu lesen kriegen, ein paar Kreuzworträtsel, natürlich nur, wenn Sie es wollen. Aber eins werden Sie auf keinen Fall kriegen. Information, die zu bekommen, können Sie vergessen. Sie vergessen, dass Renfield Beweise haben will, bevor sie irgendein Lösegeld herausgibt. Ich bringe Ihnen was zu essen, wenn Sie wollen. Wer steckt hinter der kleinen Komödie? Sie haben heute die Wahl zwischen Thunfischsalat und Roast Beef. Das ist eine unheimlich ausgefeilte Einrichtung für eine simple Entführung. Sie hätten mich genauso gut mit Handschellen an ein Bett fesseln können. Was davon wollen Sie? Ich habe eine bessere Idee. Wieso lassen wir die Mittelsmänner nicht weg? Ich meine, ich kann dann schneller an mein Geld ran als irgendjemand anders. Außerdem hat die gute Renfield nicht Zugang zu allen meinen Geldquellen. Ich kann sofort einen Scheck ausstellen oder ein Telefonat führen und Sie haben alles Geld, was Sie wollen, innerhalb von 24 Stunden. Wie viel würden Sie rausrücken? Wie viel wollen Sie denn? Hören Sie, ich halte das nicht aus. Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe einen ganz besonderen Grund, warum ich im Moment nicht aus dem Verkehr gezogen sein will. Oh, ich bin mir sicher, dass Renfield sich sehr gut um Ihre Geschäfte kümmern wird. Meine Sie ist Geschäfte eine sehr sichere... Egal! Ich will hier raus! Ich will hier sofort raus! Ja, würden Sie mir bitte eine Kopie des Bar Industries Prospektes geben? Das kann ich nicht. Wie meinen Sie das? Die sind noch beim Drucker. Sie haben den neuen Prospekt doch gerade erst zusammengestellt, bevor Sie nach Argentinien geflogen sind. Ach ja, richtig. Aber Sie haben eine Kopie der Kalkulation, nicht wahr? Und die würde ich mir gern mal ansehen, ja? Sie lassen nach. Normalerweise behalten Sie derartige Fakten und Zahlen. Ich werde alt. Vielleicht sollte ich mal eine Frischzellenkur machen. Sowas wirkt manchmal Wunder. Craig Hunt, hä? Renfield, wollten Sie nicht Mittagessen gehen? Das habe ich schon. Dann essen Sie eben zu Abend. Wieso soll ich nicht noch mal essen? Ich wünsche Ihnen viel Glück, aber vergessen Sie nicht, dass Zahnschmerzen diesen Mann verwirren. Also, lass uns an die Arbeit gehen. Das wird nichts, Bobby. Ich habe gekündigt. Wie meinst du das? Hör zu, es ist zwar noch nicht offiziell, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht weißt, woher der Wind weht. Also vergib mir, wenn ich den Festlichkeiten nicht beiwohne. Warte, was ist, wenn ich dir mehr Gehalt biete? Dir deine miesen Scheine sonst wo hinstecken, Bobby! Du brauchst mich nicht und ich dich auch nicht, also mach mir nichts vor. Weißt du, es gab eine Zeit, da habe ich dich angesehen und darüber gestaunt, wie dir einfach alles in den Schoß gefallen ist. Doch hierfür, mein Lieber, wirst du hart arbeiten müssen. Sehr hart. Also versau es nicht, denn ich komme nicht wieder zurück. Nicht für alles Geld der Welt würde ich wieder herkommen. Craig, wenn du deine Meinung ändern solltest, ich bin mir sicher, dass wir uns einigen könnten.
Ja? Wir müssen uns sehen. Komm in einer Stunde in den Polo-Club. Wir haben ein Problem. Ich komme. Ich werde Sie ein Weilchen allein lassen und es nützt nichts, wenn Sie schreien. Der Raum ist absolut schalldicht. Hey, Deborah! Dafür werden Sie bezahlen, das schwöre ich Ihnen! Meine Güte, hier sieht's aber wirklich furchtbar aus. Oh, warte, ich helfe dir. Ich verhalte mich genau wie diese Frau im Film. Das tust du, weil du das gelernt hast? Nein, weil ich mich schrecklich unwohl fühle. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, aber das geht nicht. Okay. Wie weit zurückdrehen? Vor die Zeit, bevor wir uns verliebt haben oder bevor wir uns kennengelernt haben oder bevor wir uns das erste Mal begegnet sind? Hm? Und den Spaß vergessen? Um nichts in der Welt möchte ich das. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich Augusta dabei wehgetan habe. Vergiss sie nicht. Es sieht aus, als würden wir uns wie ein Magnet anziehen, wenn es schwierig wird, nicht wahr? Was ist denn? Ich habe mich gerade an was Komisches erinnert. Oh Mann, wir hatten uns gerade getrennt. Wir hatten uns geschworen, uns wegen unserer Familie nie wieder aufeinander einzulassen. Und dann hatten Augusta und ich einen furchtbaren Krach wegen irgendwas. Aber ich weiß noch, wie ich durch den Tunnel ging. Und niemals erwartet hatte, dich dort zu sehen. Doch, ich war da. Ja. Ich war da, weil mein guter Cici wieder mal bei einem Geschäftsessen war, zu dem er schon seit Wochen ging. Ich sagte zu dir, die Wasserleitung wäre undicht. Und ich sagte, ich hätte einen Ohrring verloren. Ja, und ich habe dir suchen geholfen. Ja, aber wir haben ihn nicht gefunden. Und dann haben wir beide an die Decke gesehen und diese undichte Stelle gesucht. Und dann ist dir was ins Auge gefallen. Ganz richtig. Und du hast es rausgeholt. Es scheint mir so, als ob, also wenn ich mich richtig erinnere, sind wir die ganze Nacht in den Tunnel. Ja, das waren wir. Aber hör mal, wir können uns nicht jedes Mal in die Arme fallen, wenn es irgendwie schwierig für uns wird. Ach, wirklich? Würdest du mir vielleicht mal eine Frage beantworten? Wann war es das letzte Mal, dass wir uns in die Arme gefallen sind? Wann ist das gewesen? Ich meine, letzte Nacht war eine außergewöhnliche Situation. Wir beide haben uns einsam und verletzt gefühlt. Und dabei haben wir uns zufällig getroffen. Lionel, ich will doch nur nicht, dass dieses Erlebnis unsere Freundschaft... Das wird es auf gar keinen Fall. Niemals. Wir hatten ein wunderbares Erlebnis. Und ab heute geht alles wieder seinen normalen Gang. Was auch immer das ist. Angebot. Es tut mir leid. Karamell mit Walnüssen. Die hast du als Kind immer sehr gern gemocht. Ja, ich weiß. Und du hast sie mir immer gegeben, wenn du mich mal wieder zum Weinen gebracht hattest. Und ich habe dir immer vergeben, weil ich mich von dir so liebevoll behandelt fühlte. Ich weiß, ich habe meine Launen immer an dir ausgelassen, weil Mom nicht da war, an der ich sie hätte auslassen können. Was für eine Entschuldigung hast du heute?
Kelly, ich... Hör zu, ich weiß nicht, was ich zu meiner Verteidigung sonst noch sagen könnte. Ich hätte dir diesen Brief nicht verschweigen sollen. Ich habe es aus Respekt vor Robert getan. Ich wünschte, er hätte uns den Brief gar nicht erst geschickt. Und ich wünschte, er hätte mich und Cruz niemals in eine solche Situation gebracht. Doch er hat es getan und das habe ich ihm gesagt. Du hast mit Robert darüber gesprochen? Ja, ich habe ihm gesagt, dass er uns in eine furchtbare Situation gebracht hat. Was hat er gesagt? Nun, dass er dich liebt. Und, glaubst du ihm? Er empfindet offensichtlich sehr viel für dich. Die Frage ist, ob du glaubst, dass er mich liebt. Ach, Kelly, ich kann nicht verstehen, wieso du so wütend auf mich bist. Aber nicht auf Robert. Weil das hier nicht einfach ein Missverständnis zwischen dir und mir ist. Das ist ein andauernder Machtkampf. Du willst mich kontrollieren, nichts weiter. Aber das siehst du falsch, das wollte ich nie. Ich meine, wenn ich dir das vermittelt habe, dann würde ich sofort damit aufhören. Aber ich kann das nicht allein, das geht nicht ohne deine Hilfe. Oh, tut mir leid. Ich bin nicht verantwortlich für deine Probleme mit Geschwisterrivalitäten. Geh zum Psychiater. Wieso müssen wir nur Feinde sein? Ich meine, haben wir so etwas nötig? Wir zwei haben mehr füreinander gefühlt als alle anderen Geschwister, die ich kenne. Ja, wenn ich getan habe, was du wolltest. Nun, das scheint oberflächlich betrachtet eine großartige Sache. Aber es ist ein fortwährender Kreislauf, der mich wahnsinnig macht. Du strahlst diese Selbstzufriedenheit aus, die widerlich ist, Eden. Du weißt alles, du kennst sogar Roberts geheimste Gedanken, nicht wahr, Verehrteste? Das kannst du mir doch nicht vorwerfen, Kelly. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern, so sehr ich mir das wünschen würde. Und wenn ich sie ändern könnte, würde ich es mit Sicherheit tun. Und soweit es mich angeht, kann ich nur sagen, du irrst dich. Und du bist nur deshalb wütend auf mich, weil du glaubst, dass Robert mich zuerst geliebt hat. Ich bin wütend auf dich, weil ich denke, dass Robert dich immer noch liebt. Entschuldigen Sie bitte. Nicht doch, Cassie, keine Sorge. Meine Schwester wollte mich gerade verlassen. Ganz recht. Wie viele dieser Manager-Typen Geschäftspartner sind. Möglicherweise hätte ich mich etwas besser vorbereiten sollen. Was ist passiert? Wieso wolltest du mich so dringend sehen? Craig Hunt hat gekündigt. Wieso? Ich weiß nicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, irgendeine Frau hat etwas damit zu tun. Was auch immer der Grund ist, ich brauche ihn. Nur er kann mich durch dieses Labyrinth führen. Du hast doch noch Renfield. Die ist noch furchtbarer. Die Frau wollte mich heute unbedingt zu einem Zahnarzttermin schicken. Vielleicht hat sie unsere Röntgenbilder verglichen. Wir sind wahrscheinlich ohne Hunt besser dran. Und wieso das? Er ist wahrscheinlich gefährlicher als diese Renfield. Sie war schon immer verliebt in Robert. Sie würde einen Fehler von dir höchstens als Charakterschwäche ansehen. Diese Frau ist ganz bestimmt effektiver. Ich hoffe, du weißt, wovon du sprichst. Und wie geht es meinem Zwilling in seiner neuen Umgebung? Wie erwartet. Und wie geht's meiner kleinen Flame? Geht's ja auch wie erwartet? Es ist ziemlich unheimlich, ihn zu bewachen. Ich muss mir immer wieder sagen, dieser Mann ist nicht wie du. Ich rate dir gut, nie zu vergessen, wer der wahre Queen ist. Ist das klar? Haben wir uns verstanden? Darüber mach dir keine Sorgen. Ich bin froh, wenn das Ganze vorbei ist. Es ist vorbei, wenn dieser Typ nicht mehr lebt. Erst dann ist es vorbei. Ich gehe lieber zurück zu unserem widerwilligen Gast. Ja. Durch dieses Lokal zu gehen, ist wie ein Spießrutenlauf. Oh, Mr. Barr, was für ein Zufall. Wir sitzen hier mit meinem Architekten zusammen und diskutieren Ausbaupläne für das Strandgelände, über das wir beide uns vor längerer Zeit gestritten haben. Ja, Mason, ich würde mich gern am Gespräch beteiligen. Doch wir haben noch eine Verabredung. Es geht jetzt leider nicht. Würden Sie uns entschuldigen? Sicher. Es war schön, Sie zu sehen. Oh, ganz meinerseits. Eigenartig. Reden Sie bitte weiter. Durch diese besondere Einrichtung wird die Keppel-Oase zu einer großen Sehenswürdigkeit. Und was sie noch mehr zu einer Sehenswürdigkeit machen wird, sind die ökologischen Schutzvorrichtungen. Wie zum Beispiel diese in sich geschlossene Abwasseraufbereitungsanlage. Wir sind entschlossen, die Einwirkung auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten und die vorhandene Topografie zu verbessern. Und auf keinen Fall zu stören. Zerstört denn eine 18-Loch-Golfanlage nicht die Topografie? Ja, man braucht nun mal ein paar von diesen Einrichtungen, sonst könnten wir es ja nicht Erholungsort nennen. Nach diesen Zeichnungen habe ich das Gefühl, dass die Gebäude sehr nah an der Küste liegen. Das schon, aber wir halten uns genau an die Vorschrift. Im Grunde kann der gesamte Komplex auch ein bisschen nach hinten gezogen werden. Na ja, dann kämen wir aber zu nah an die Vogelschutzgebiete und das wäre nicht gut.
Ach, so ist das. Wir würfeln also um die Schutzgebiete oder die Küste? So würde ich das nicht sehen. Wir würfeln nicht. Wir diskutieren, um die beste Möglichkeit zu finden. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Mir scheint, als ob die Objekte zu nah an das Schutzgebiet gebaut werden. Ich meine, wisst ihr eigentlich, dass es bestimmte Seevögel gibt, die schreckliche Angst vor Menschen haben, sodass ihre Fortpflanzung und die Futtergewohnheiten gestört werden würden? Hör zu, die Menschen, die dort leben werden, haben Millionen von Dollar für den Naturschutz ausgegeben. Sie haben das nicht getan, um die Natur wieder zu zerstören. Und was ist mit einer Grünanlage? Ist die geplant? Natürlich wird es die geben. Dann ist Ihnen sicher auch klar, dass die Pestizide, die Sie benutzen, um die Insekten von den Blumen fernzuhalten, zum Schutzgebiet hinüberziehen werden. Und das ist mit Sicherheit schädlich für die Natur. Das wird auf keinen Fall in Betracht gezogen. Vielmehr diskutieren Martin und ich, ob wir die Möglichkeit haben, eine Kuppel über das gesamte Gebiet zu bauen. Eine Kuppel? Wie beim Astrodom? Sowas in der Art überlegen wir, ja, genau. Julia, der Punkt, den ich rüberbringen will, ist, dass wir gewillt sind, gewisse, nun ja, Kompromisse zu machen, wo immer es möglich ist, um die optimale Lösung zu finden für all die Probleme, damit wir alle stolz auf unser Projekt sein können. Ich will, dass die Keppel-Oase ein Modell für viele andere Erholungsgebiete wird. Und zwar auf der ganzen Welt. Lieutenant Boswell schickt Ihnen das. Neue Erkenntnis im Fall Zeller. Kann der die Liste besorgen, die ich haben wollte? Ja, die ist dabei. Die Mitarbeiter der Omega Bore Company, wo dieser Sellers Lagerarbeiter gewesen ist. Okay, vielen Dank, Robert. Und sagen Sie Rick schöne Grüße. Mach ich. Und wir sehen uns irgendwann. Okay. Peter Lombard, Gary Coleman, Mary Kendall, Penaman Capote, Werner Werner, Ricardo Castillo. Wie wär's, wenn wir nachher etwas trinken gehen? Nein, danke. Ich möchte lieber lesen. Dann eben nicht. Hey, ich hab nicht gedacht, dass ich dieses hübsche Gesicht je wiedersehe. Ach ja? Na, sind die Notizen für Mr. oder Mrs. Capwell? Mrs. Julia, sie war und bleibt eine engagierte, leider abwesende Helferin. Sie wollte den Workshop besuchen. Sie kommt morgen mit dem Flugzeug nach. Oh, ich freue mich, Sie zu sehen. Wissen Sie, Sie und Ihr Mann haben wirklich eine interessante Beziehung. Es geschieht nicht oft, dass ein Ehepaar bei einem so heißen Thema verschiedener Ansicht ist. Mason ist nicht einer von diesen gierigen Landaufkäufern, von denen Sie dauernd sprechen. Doch er hat auf jeden Fall alle Voraussetzungen. Er ist C.C. Capwell's Sohn und obendrein sein Geschäftspartner. Und er ist auch der Hauptverfechter dieser Capwell-Oase, die sicher Meilen von Küstengebieten zerstört. Naturschutzgebiete, wie Sie ja wissen. Was haben Sie zu seiner Verteidigung zu sagen? Sie kennen ihn doch gar nicht. Mason ist mit Sicherheit ein sehr brillanter und sensibler Mann. Und er ist auch sehr ambitioniert. Er ist mit Sicherheit nicht Dash Nichols. Aber ich denke, er ist trotzdem fähig, auf seine Art wundervolle Dinge in seiner Welt zu vollbringen. Er ist was Besonderes. Okay. Ich denke, ich habe keine Chance. Wie meinen Sie das? Bei Ihnen. Nun, wissen Sie, für mich ist er nicht nur ein Bruder, sondern auch mein Arbeitgeber. Und ich bin auch mit seiner Frau sehr gut befreundet. Nun, wenn Sie nicht gegen uns sind, vielleicht hätten wir dann eine Chance, dass Sie für uns arbeiten. Wir sehen uns später, Cassie. Bis dann. Sieh mal, wer da gekommen ist. Angezogen sieht er doch etwas anders aus. Hey, ich dachte, du magst Lionel. Tu ich auch. Er ist ein liebenswerter Kerl und ein Schurke. Genau mein Typ. Doch irgendwie hat es zwischen uns nie so richtig gefunkt. Das Timing war wahrscheinlich nicht gut. Ich würde lieber einem anderen eins auswischen, aber so ist das nun mal. Manchmal darf man eben nur an sich denken. Er sieht hier rüber. Hi. Autovermietung, was sagen die? Ich weiß nichts, was ich Ihnen sagen soll, außer bitte versuchen Sie es weiter. Ja, Sie wissen ja, wo ich bin. Wiederhören.
Wie lief es mit Kelly? Naja, ich habe es geschafft, alles noch viel schlimmer zu machen. Was ist bloß mit meiner Familie los? Was sind denn das nur für Leute? Manchmal ist es besser, der Familie aus dem Wege zu gehen, wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Und vielleicht ist das hier so ein Zeitpunkt. Hast du rausgefunden, worüber Rick da gesprochen hat? Nein. Victor versucht gerade herauszufinden, wie er die Stadt verlassen hat. Doch bis jetzt gibt es keinen Hinweis. Weder ist er geflogen, noch mit dem Auto gefahren. Vielleicht hat ihn jemand mitgenommen. Schon möglich. Ich habe was rausgefunden, was schwer zu verstehen ist. Es sieht so aus, als ob Rick ein paar Monate als Nachtwächter im gleichen Werk angestellt war, an dem Jack Sellers gearbeitet hat. Das könnte bedeuten, dass er sich mit Jack nur unterhalten, aber sonst nichts mit ihm zu tun hat. Es könnte sich auch anders verhalten. Hast du Sellers schon gesprochen? Ja, doch er weiß nicht mehr, ob er mit Rick bei der Demonstration gesprochen hat. Er meint, der Tag wäre wie ein schwarzes Loch. Er hat absolut keine Erinnerung. Er weiß auch nichts mehr über den Bombenanschlag und ob er ihn allein ausgeführt hat oder mit jemand anderem. Wie wär's, wenn du Tony anrufst? Ja. Gute Idee. Ich wette, sie weiß sehr viel mehr über Ricks Job, als sie zugeben will. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir kommen gleich an unserem Ziel an und wenn wir die Unterkunft bezogen haben, werde ich euch in Gruppen aufteilen für euren ersten Workshop. Und wenn ihr dann immer noch auf den Beinen seid, tut, was ihr wollt. Alles klar? Schatz, da bist du ja. Und wie geht's Samantha? Sie wurde von einer Biene gestochen. Die arme Kleine. Tut mir leid, dass du nicht bei ihr bleiben konntest, aber Price müsste jeden Moment hier sein. Ich wäre zu Hause geblieben, aber der Arzt meinte, ich könnte gehen. Wir werden versuchen, dieses Essen so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Das wäre schön. Hör mal, ich werde nicht zu der Versammlung fahren, auch wenn es Samantha gut geht. Ich will ein bisschen bei ihr sein. Tu, was du für richtig hältst. Mr. und Mrs. Capwell. Novak vom Tribune. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Das ist eine ziemliche Überraschung, denn ich wollte Sie heute Abend noch anrufen. Hören Sie, Mr. Novak, wir erwarten einen Gast und Sie werden verstehen. Ich wollte Sie nicht stören. Ich dachte nur, Sie würden die Möglichkeit begrüßen, den Bericht zu kommentieren. Das ist wirklich ein Knaller. Sie beide könnten sich am Ende vor Gericht gegenüberstehen. Natürlich, wenn das Vogelschutzgebiet geopfert wird, um dem Lebensgefühl der, sagen wir, besser gestellten Gerecht zu werden. Novak, wir wollten gerade zu Abend essen, also bitte. Was geht hier vor? Er benutzt einen alten Reportertrick. Er will uns dazu bringen, dass wir einen Standpunkt einnehmen. Hören Sie, Mr. Capwell, Sie werden doch nicht leugnen, dass Mitarbeiter der Capwell-Oase sich über mögliche Kosten der Erhaltung des Vogelschutzgebietes informiert haben, oder? Und das Ergebnis war, dass ohne eine freie Zone zwischen dem Erholungskomplex und dem Schutzgebiet die armen kleinen Vögelchen niemals dort überleben könnten. Die gesamte Vogelwelt würde innerhalb von ein paar Jahren ausgestorben sein. Aber eine solche Zone zu errichten bedeutet, das Erholungsgebiet zu reduzieren. Und so wie ich das sehe, wird das wahrscheinlich einen gewaltigen Happen vom Profit der Investoren verschlingen. Also hat der Aufsichtsrat empfohlen, dass unsere gefiederten Freunde ein paar Federn lassen sollen. Irgendeinen Kommentar dazu? Verschwinden Sie. Ich wünsche einen guten Appetit. Ist das wahr? Es ist alles viel komplizierter. Antworte, ich sage mir. Dir. Wahr oder nicht? Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.